ich liebe Corsagen. Oh, Hilfe! Ja, ja. Lackkatrine, Vampir, Hexe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Style Diaries. Diesmal mit einer ganz speziellen Version, denn Halloween steht ja vor der Tür. Aber erstmal muss ich mich auf die Suche nach meinem heutigen Gast machen, denn der sollte hier irgendwo stecken. Carina? Carina? Hallo! Hallo! Oh, es freut mich, dich jetzt endlich anzutreffen. Das ist nämlich Carina Pusch, mein heutiger Gast. Make-up-Artistin und du vloggst auch auf deinem eigenen Kanal, ne? Ganz genau. Bei uns ist öfters Halloween quasi. Ja, richtig cool. Freue ich mich sehr, hier zu sein. Du weißt ja, wie das hier immer ist. Wir haben die Fashion Challenges. Davon hast du sicherlich richtig schon mal gehört. Ja? Dann würde ich direkt sagen, ich nehme dich mit zur Fashion Corner. Und wir schauen uns mal an, was das Team vorbereitet hat. Ja! Ja. Willkommen in unserer kleinen Fashion Corner. Hier hängen natürlich mal wieder die It Pieces zum, ich sehe da schon, Pizza. Passend zu Halloween? Ja, ne? So, ich bin gespannt. Ellen von ReFashion übermittelt uns per Videobotschaft unsere genaue Aufgabe. Bist du bereit? Natürlich. Okay. Dankeschön. So. Hey ihr zwei, die heutige Challenge bringt euch in die Fashion-Unterwelt. Ihr habt 60 Sekunden Zeit, aus Casual-Trendteilen ein gruseliges Outfit für eine Halloween-Party zu kreieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Happy Halloween. Oh, oh, wer hätte es gedacht? Richtig. Passt sehr gut. Hast du, ich meine, du bist ja der Profi, hast du da ein präferiertes Halloween-Outfit oder irgendwas, wo du sagst, boah, da fühle ich mich am wohlsten mit? Boah, da gibt's viele. Lackkatrine, Vampir, Hexe, was mit Skelett ist, auch immer super cool. Gott. Okay. Ja, ja, ja. Nee, dann und du schminkst das dann auch alles immer so perfekt? Natürlich. Ich bin sehr gespannt. Na, ich würde sagen, dann gucken wir erstmal, was wir hier finden. 60 Sekunden, komplett das Outfit muss stehen. Sehen wir zusammen, oder? Natürlich. Drei, zwei, eins, go! Oh, jetzt sind so viele schön, so schön. Spitze ist auch immer schön. Oh Gott, was hast du denn da drüben? Da weiß ich noch gar nicht. Nicht, dass du mir alles wegschnappst. Corsagen. Oh, ich liebe Corsagen. Es gibt so viel Auswahl. Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, wir sind jetzt durch. Ach, nehmen wir das auch noch? Was? Warte, mehr ist jetzt mehr. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt um und sehen uns gleich wieder. Alles klar. Hello again. Ja, sehr schick. Dankeschön, sehr hübsch siehst du aus. Zeig dich mal. Yeah. Richtig, richtig cool. Bei dir ist es eindeutig der Vampire-Look. Ja, sieht man sofort. Wie bist du auf den gekommen? Ich habe bei der Corsage gestartet, weil die fand ich einfach super schön. Gerade für Halloween ist das so ein richtiger Eye-Catcher, ja, ja, einfach. Genau. Und dann mit dem Rock weitergemacht. Das ist halt auch einer, den du auch so im Alltag einfach mal tragen, genau, kannst. Ne? Großer Pulli, ja. Genau. Richtig, richtig schön. Mit der Corsage cool. Dann so ein Party-Outfit. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin Adams Family. Ja, ganz klar, Wednesday. Da fehlen natürlich noch meine Zöpfchen. Ja, ja, richtig cool. Ich muss aber sagen, beim Rumstöbern habe ich noch so viele schöne Sachen gefunden. Zum Beispiel hier so ein schickeres Abendoutfit. Ja, so schön lang mit Glitzer. Wunderschön. Ich habe jetzt gedacht, das ist nicht so praktisch, aber damit könntest du so eine Khaleesi von Game of Thrones spielen. Perücke drüber. Die Drachen, ne? Drachen auf jeden Fall. Wäre auch sehr cool gewesen. Richtig, richtig cool. Also da sieht man, wie schnell du rüber switchen kannst, weil so ein Rock hat, glaube ich, jeder zu Hause, gerade so plissé. Ist ja echt modisch gewesen. Und ich meine, so ein Kleidchen. Easy, ne? Und das finde ich auch super schön. Ja, das, ne? Ich muss sagen, das ist so ein keckes Unterblüschen. Ne? Aber kannst ja theoretisch auch mit jeder normalen Bluse machen. So ein Band kannst du holen oder du nimmst halt eine extra Schleife dafür. Also, sehr schicke Auswahl. Bei mir fehlt jetzt auf jeden Fall noch das perfekte Styling. Ich bin ja da sehr dankbar, dass ich dich habe. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das. Und bis dahin wollen wir natürlich wissen, was sind eure perfekten Halloween-Looks, euer Lieblingslook? Kommentiert doch unter dem Video. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Einfälle. Und ich würde sagen, wir perfektionieren das Ganze. Mit Pro an meiner Seite. Machen wir das? Ich hoffen, ne? Was hast du für mich vorgesehen? Für meinen perfekten Adams-Look. Ich würde sagen, wir machen deinen Hautton erstmal etwas heller. Mhm. Dieses typische Adams-Family ist ja eigentlich schwarze Augen, schwarze Lippen, blasse Haut. Irgendwie bin ich so fleckig. Oh, Hilfe! Ja, ja. Ich fühle mich wie damals mit Mutti zur Karneval. Einmal schminken lassen. Einmal bitte schminken, Mami. Dann die Backen so ein bisschen anschattieren. Das gibt noch mal so ein bisschen diesen roten Skelett-Look.
und dann Lidschatten, so einen schwarzen. Sondern dezent schwarz. So dezent, geil. Extrem schwarz. Voll gut. Ja, und dann würde ich sagen, schwarzen Lippenstift. Und es wird, es wird. Was machst du denn dann genau? Ich würde mal als erstes die Kontaktlinsen reintun. Zeig mal. Ja. Ah, krass. Dann schminke ich mir die Augen auch so ein bisschen mit dem Lidschatten, ein bisschen dunkler, ein bisschen ins Rot rein, weil Vampir, ne, und gerade zur Corsage passt einfach dieses Schwarz-Rote. Profi. Ich bin soweit fertig. Sehr schön. Krass. So. Profi Spaß. So, und für euch da draußen haben wir natürlich wie immer alle Outfit-Details in die Infobox geschrieben. Und ich würde sagen, wenn du jetzt fertig bist, wir zeigen uns jetzt mal. Ja? Klick gut. Los geht's. Danke für diesen tollen Tag. Ich danke dir. Es war ein Fest, wirklich eine mega coole Challenge. Ich würde sagen, auch ein cooler erster Probelauf für Halloween. Coole Location, alles drumherum. Danke schön. So, und jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, was ist denn euer Favoritenoutfit? Deswegen kommentiert gerne mit dem Hashtag Team Carina oder Team Sophia. Und natürlich heißt es wie immer liken, liken, liken und abonnieren, denn nächste Folge wird sich alles um das Thema Fashion-Icon drehen. Also bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen.